Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Elektrobias. Ich bin der Tarek aus Köln, meine Lieben. Ich drehe Videos mit Elektroautos, über Elektroautos. Ich teste sie, ich nehme sie auseinander auf meiner Teststrecke. Es geht nämlich immer 700 Meter hoch und dann wieder zurück mit Autobahn, Landstraße und so weiter und so fort. Das werden wir heute mit dem MG5 genauso machen, oder MG5, wie ich das immer sage. Wir haben den hier nämlich in der Luxury-Ausstattung mit Maximum Range, das heißt die größere Lithium-Ionen-Batterie. Den gibt es nämlich auch mit einem LFP-Akku, so wie der MG4, Standard. Ja? Ich übrigens fahre selber den MG4 Luxury mit der großen Batterie, Lithium-Ionen-Akku, 61 Kilowattstunden Nettokapazität. Habe viele, viele Videos über dieses Auto schon gemacht. Findest du alles hier oben in der Playlist oder unten in der Beschreibung. Guck sie dir an. Vor allen Dingen auch im Vergleich zu dem MG5. Ich bin gespannt. Ja, ein Golf-Kombi, das war ja jahrelang eigentlich immer das Familienauto für alle, die sich jetzt nicht unbedingt ein Audi, BMW oder Mercedes und so weiter teuer erkaufen wollten. Ja, und elektrisch? Kombi, Porsche Taycan Sport Turismo, ja, hatte ich übrigens auch, Videos findest du da unten, aber okay, das ist eine ganz andere Liga, Leute, davon träume ich auch nur. Trotzdem nochmal an dieser Stelle danke an Porsche, dass ich mir für eine Woche diesen Traum erfüllen durfte. Ja, heute geht es um den MG. Wie gesagt, wir haben hier Frontantrieb im Gegensatz zum MG4. Wir haben eine 61 Kilowattstunden Bruttokapazität Lithium-Ionen-Batterie, Nettokapazität liegt bei 57,7, also quasi wie der ID.3 58er. Ja? 156 PS, ja, ist jetzt nicht so viel, aber 200 noch was Newtonmeter, schreibe ich euch unten rein. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt, denn wir haben 5 Grad Außentemperatur, extremen Wind und es hat geschüttet aus dem Himmel heute die ganze Nacht. Die Straßen sind teilweise nass. Wer weiß, wie das da oben auf der Hohen Acht aussieht. Ich möchte euch jetzt nicht zu viel überquatschen. Wir reden gleich unterwegs über dieses Auto. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Und wenn du das zweite oder dritte Mal schon dabei bist, tu mir bitte einen Gefallen. Abonniere meinen Kanal, damit wir weiter wachsen können, wie es die letzten 12 Monate so richtig schön war. Und würde mich einfach freuen. Also Abo, Daumen nach oben, ganz wichtig. Und natürlich kommentieren, wenn es dir gefallen hat oder wenn du ein paar Anregungen hast. Jetzt geht's los. So, und jetzt geht's auf die Autobahn mit dem MG5. Also die Verbrauchsdaten habe ich jetzt alle zurückgesetzt. Wir haben exakt 65% im Akku. Eine Reichweite von 222 Kilometern zeigt uns der Bordcomputer an. Aber ich glaube, das wird sich noch ziemlich weit verringern gleich, wenn ich Geschwindigkeit gewonnen habe, weil ich auch die Langzeitdaten gelöscht habe. So ist das nun mal. Der Bordcomputer hat jetzt die WLTP-Angaben im Kopf sozusagen. Ja, Tempomat werde ich allerdings auf 120 setzen, nicht auf 130, weil mit so einem Auto, das ist kein Sportler, das ist kein Leistungsauto. Er ist halt für die Familie gedacht, mit Kleinkindern, ja, die mal auch längere Fahrten damit machen wollen, sollen, wie auch immer. Und ich denke, es ist ziemlich realistisch bei so einem Wetter, bei Regen und sehr starkem Wind und bei 6 Grad Außentemperatur hier unten, wie es oben wird, weiß ich nicht, eine realistische Geschwindigkeit von 120. Was aber gut ist, wir haben in der Luxury-Ausstattung, genauso wie bei meinem MG4 auch, das MG-Pilot-System. Und jetzt die gute Nachricht, ihr Lieben, die gute Nachricht. Der Spurhalteassistent bei dem MG5 arbeitet genauso, wie ein Spurhalteassistent arbeiten sollte. Er nervt nicht, er zerrt nicht am Lenkrad rum, so wie beim MG4. MG4 soll da angeblich ein Update schon vorbereitet haben und einige Autos sollen sie schon bekommen haben, ich noch nicht. Ich habe meinen Händler übrigens angeschrieben, aber noch nichts gehört. Ich werde die mal anrufen, die Jungs da, mal hören, was los ist und wann ich mein Update endlich mal bekomme. Und vor allen Dingen, wie der MG4 sich nach dem Update fahren lässt. Und dann gibt es natürlich auch ein Video davon. Das ist ja wohl klar. So,
Was Gutes, der Autopilot, der ist auch aktiv. Wir haben einen Abstandstempomaten. Wie gesagt, ACC ist auf, Moment, Lenkrad bitte festhalten. So, ACC auf 120 eingestellt und momentan hält er uns sauber in der Spur. Trotz des starken Seitenwindes, wirklich, ich spüre das hier, auch in diesem Auto. Und ja, ich bin gespannt. Kommen wir nun zu den einzelnen Teilen in dem Auto sozusagen, mein Empfinden. Wie immer fangen wir mal an mit dem Lenkrad. Das Lenkrad ist typisch MG-like. Die kennen wir, den kennen wir vom ZS-EV oder vom MG Marvel. Er ist an den Seiten schön perforiert, hält sich sehr gut in der Hand, ja, fühlt sich auch gut an, aber ist jetzt kein Design-Highlight, ja. Qualitativ auch nicht das Hochwertigste, was man hier an Stoff oder Kunststoff benutzt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das echtes Leder ist, weiß ich nicht. Ihr könnt es gerne drunter kommentieren, meine Lieben. Auf jeden Fall aber optisch schon mal wirklich sehr gut und liegt gut in der Hand. Wir haben schöne haptische Knöpfe hier am Lenkrad und ja, das sieht schon mal gut aus. Was noch? Die Mittelkonsole gefällt mir sehr gut. Wirklich sehr gut. Das Auto gefällt mir allgemein sehr gut, da komme ich aber gleich noch dazu. Wir haben in der Mitte hier, ja, ich weiß, Klavierlack, allerdings nur wenig gehalten, mit so Glanzelementen und Aluminium-Applikationen hier in der Mittelkonsole, schön breit. Ja, unseren Drehregler, Schaltdrehregler, dann haben wir hier unseren Rekuperationsverstellungsschalterhebel. Dann haben wir hier in der Mitte noch so eine Mittelarmlehne mit einem Fach darunter und hier unten noch Ablagefach mit zwei USB-A-Anschlüssen, leider kein USB-C. Ja? Die Sitze, die sehen optisch schon mal wirklich, wirklich super schön aus. Ja? In dieser grauen Ausstattung, die kostet übrigens 1000 Euro extra. Das Auto kostet übrigens in der Luxury-Ausstattung mit der großen Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, 38.500, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Ansonsten schreibe ich das jetzt hier unten rein, ja. Und die Sitze kosten nochmal 1000 Euro extra. Würde ich machen, weil das wertet das Ganze nochmal schön auf hier, wirklich. Gefällt mir super schön, das Ambiente. Ja, die Sitze, kommen wir nun mal zurück. Die sind so perforiert in der Mitte mit so Leder-Nachbildung und Stoffwangen an den Seiten. Ja? Und ich sitze wirklich sehr bequem, kann ich nichts anderes sagen. Und schwuppsdiwupps geht's nach hinten. Ihr seht ja Kniefreiheit, meine Füße sind unter dem Sitz und Kopffreiheit passt auch, sowie eine Mittelarmlehne hinten mit zwei Becherhaltern. Ja, wunderbar. Dann, was ich aber unbedingt noch sagen möchte, ich finde dieses Dashboard sehr ansehnlich. Sogar schöner als in meinem AMG 4, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben die so gut gemacht. Und Leute, lasst euch nicht beirren, das ist kein Ambient Light, was man tagsüber auch sieht, hier diese Striche. Nein, das sind einfach Aluminium-Applikationen in dieser Farbe, in diesem hellen Blau hinterlegt. Und das sieht so aus, als ob das Ambient Light tagsüber auch sichtbar wäre. Einfach nur genial. Ich finde es nicht störend, ich finde es nicht kindisch, ich finde es nicht billig. Das ist gut gemacht hier, diese Farbakzente, wirklich. Ne? Das Auto fühlt sich auch gut an. Also nichts mit billiger China-Kracher hier, ja, nichts. Auch die Türen hier an den Seiten, natürlich gibt es hier Kunststoff, ja. Aber hier zum Beispiel haben wir wieder den gleichen Stoff, grauen Stoff, wie man in den Sitzen hat. Mit den Nähten hier, hier hat man dann wieder dieses graue Kunstleder an der Tür. Finde ich echt klasse, gut gemacht, gefällt mir, Mann. Ladeleistung, wie sieht's da aus? Da kommt das ewige, leidige Thema. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da glänzt mein MG4 über einige Modelle, ja. Da können noch die Cupra Borns und die ID3s und was weiß ich noch, die anderen neidisch hinterher gucken. Mein MG4 ist ein Ladetalent. Wie sieht's hier aus? AC serienmäßig 11 kW und DC leider nur maximal 87 kW im Peak. Die Frage ist, ob man es braucht. Also, wenn es in eurem Fahrprofil passt, warum nicht? Es ist machbar. Viele, viele Kia Niros, EVs und ich fürchte sogar der neue Kona Elektro wird es auch nicht mehr machen können. Ach, das wäre eigentlich ein Riesenfehler, bei einem neuen Fahrzeug, was 2023 vorgestellt wird, immer noch Ladeleistungen unter 90 kW anzubieten. Also überhaupt unter 120, da sollte nichts mehr machbar sein. Also nee, sorry Leute, nee. Ja, ansonsten, wir haben hinter dem Lenkrad ein schickes Display, wo man sich verschiedene Ansichten rüberholen kann. Ob das jetzt Informationen sind, Bordcomputer-Informationen sind, ob das jetzt
keine Ahnung, Navigation oder Spurhaltesystem und so weiter. Nee, Navigation können wir uns nicht rüberholen, sorry, ich habe mich vertan. Aber apropos Navigation, hier das Display in der Mitte, exakt das gleiche wie bei meinem MG4 auch. Das Navigationssystem an sich arbeitet beim MG4 sehr gut. Ladeplanung gibt's nicht. Brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Kann ich euch auch nicht zeigen. Es gibt aber auch eine Kritik von mir, die ich euch gleich am Ende des Videos nochmal zeigen werde oder während des Ladens, was Ladesäulen angeht, ja, die im Navi hinterlegt sind. Wir gucken mal, ob das denn die aktuelle Karte ist. Denn bei meinem MG4 ist die Navi-Datenbank überhaupt nicht aktuell. Ja? Da werden noch nicht mal Ladesäulen angezeigt, die seit anderthalb Jahren da stehen. Wir haben serienmäßig LED-Scheinwerfer vorne bei dem Fahrzeug und natürlich auch LED-Rückleuchten. Optisch ist das natürlich kein Schönheitswettbewerb bei dem Auto. Also er würde keinen Pokal gewinnen, was Optik angeht. Aber ich muss sagen, er ist auch nicht hässlich. Also als hässlich würde ich andere Fahrzeuge bezeichnen. Die gibt's auch. Ja, die gibt's auch. Kofferraum, apropos Kombi, ne? Kommen wir zum Kofferraum. Deckel ist nicht elektrisch, aber wir haben eine tiefe Ladefläche, wo man aber die den Ladeboden nochmal erhöhen kann. Und unten hätte man dann noch mehr Luft bei diesem zweiten Fach. Ja? Die Sitze kann man natürlich umklappen, dann hätte man noch viel mehr Platz als wie in meinem MG4, würde ich mal behaupten. Und damit könnte man auch Sachen transportieren vom Baumarkt ohne Probleme. Oder Kinderwagen, Kindersitze und hast du nicht alles gesehen. Ja? Eine Besonderheit ist, wir haben hier auch wie beim MG4 eine Batterievorkonditionierung. Ich weiß nicht, ob es was bringen wird. Wir werden es mal probieren. Ich werde ihn jetzt einschalten, hier just in diesem Moment. Wir gehen mal in die Einstellungen, Fahrzeug, ja, MG Pilot und ganz unten Wärmen des Akkus während des Fahrens. Okay, dann schalten wir das mal ein und hoffen, dass unsere Reichweite dann auch ausreicht. Eine andere Besonderheit von MG, er kann bidirektionales Laden, das heißt V2Load. Das heißt, wir können mit einem Adapter hier viele elektronische Geräte anschließen und bis zu 2,4 kW Strom aus dem Auto entnehmen. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Und zur Not könnten wir ein liegen gebliebenes Elektroauto irgendwo in der Pampa als Retter ihm 2 Kilowatt nochmal Energie geben, damit er eventuell die nächste AC-Ladesäule oder was auch immer Steckdose erreichen kann. Geht alles zur Not, ja? Das ist gut, wenn ein Auto, ein Elektroauto das hat. Ich finde, jedes Elektroauto sollte das können. Es gibt ja noch V2Home und V2Grid. V2Home bedeutet übrigens, Leute, wenn das Auto Strom, ja, wenn er an die Wallbox angeschlossen ist zu Hause, ein Privileg, was nicht jeder hat. Ich habe keine Wallbox zu Hause, ich kann überhaupt nicht laden zu Hause. Wenn ein Auto an der Wallbox angeschlossen ist, seine Energie, wenn nötig, das Haus damit versorgen könnte. Mit dem Autoakku, ja? Im Falle eines Stromausfalls, was auch immer, könnte man dann den Strom vom Autoakku ziehen. Das bedeutet V2H, also V2H. V2G wiederum, V2Grid, bedeutet, man könnte dann, wenn man zu viel Energie hat durch den Solardach und was weiß ich und die Autobatterie ist vollgeladen, wohin mit dem Energie? Zurück ins Netz. So könnte man zum Beispiel saubere Energie ins Stromnetz wieder abtransportieren durch die Hausleitung. Das nennt man dann V2Grid. Im Prinzip aber alles das Gleiche. Das bedeutet, ein Auto kann nicht nur Strom nehmen, sondern auch geben. Ja, zum Thema Rekuperation kann ich euch nur eins sagen. Wir haben keine Schaltpedals hinter dem Lenkrad. Wir haben hier in der Mittelkonsole unsere KERS-Schalter. Wir haben nur drei Stufen. 1, 2, 3. Bei 3 rekuperiert er so ungefähr ähnlich wie wie der B-Modus im ID3 oder Cupra Born. So nicht ganz stark. One-Pedal-Driving gibt es hier bei dem MG5 leider nicht. Genauso wie beim MG4 auch nicht. Und Segelmodus in dem Sinne Stufe 1 habe ich jetzt gemacht, werde ich auch machen heute, wenn ich oben gleich auf dem Berg bin und bei der Abfahrt genauso, weil er kann nämlich über das Bremspedal auch rekuperieren. Ja, mittlerweile haben wir die Autobahn verlassen nach 46 Kilometern. Es geht jetzt Richtung Ahrtal und Richtung Hohe Acht. Hier haben wir schon 4 Grad Außentemperatur und der Regen hört nicht auf, Leute. Das wird echt ein Härtetest für den MG5 heute. Tut mir leid, mein Lieber. Es gibt zwar keinen Schnee, aber dafür Wetter.
Und das ist doch mal die Gelegenheit, hier den Autopiloten zu testen auf meiner Stammstrecke. Er nimmt die Rechtskurve, hat er gut genommen. Vor uns fährt ein Auto. Er drosselt die Geschwindigkeit. Passt sie wunderbar an, ja. Und jetzt kommt eine Linkskurve. Also wie gesagt, meistens ist das ja so bei so einem miesen Wetter, dass gerne die Assistenzsysteme mal ausfallen. Aber hier in dem Fall diesmal nicht, ja. Schaut mal, eine langgezogene Linkskurve und wir sind mitten in der Spur. Er hat zwar eine Schildererkennung, er hat die 50 jetzt gelesen, hat aber keine dynamische Geschwindigkeitsanpassung. Das müssen wir dann selber regeln, hier mit dem Lenkstockhebel hinter dem Lenkrad. So, jetzt ist frei und er gibt von alleine Gas. Da vorne dürfen wir wieder 70 fahren. Jetzt kommt eine sehr enge Rechtskurve. Ich bin echt gespannt, wie der das jetzt macht. Und er macht das super sauber. Schaut mal, er macht das echt gut. Und hier in so ganz, ganz, ganz engen Rechts- und Linkskurven, da ist er gut beherrschbar. Natürlich muss man die Geschwindigkeit anpassen, aber Vorteil, Frontantrieb, ausnahmsweise mal, das Auto ist dann sicherer in Kurven, wenn man mal beschleunigt oder so. Es gibt kein Heck, was ausbricht. Ganz im Gegenteil, du hast höchstens Vorderräder, die dann einfach überdrehen. Ja? Aber, mach mal jetzt, ich gebe jetzt Vollgas hier in der Kurve. Er hält sich wunderbar in der Spur. Bei einem Hecktriebler hätten wir jetzt diese Bewegung hier gehabt. Aber trotzdem, ich stehe lieber auf Heckantrieb. Ja, und das ist der Teil, wo ich auf dieser holprigen Landstraße das Fahrwerk mir vorknüpfe. Schön kurvig und schlechte Straße, das macht er sehr souverän. Das Fahrwerk ist super komfortabel, Leute, total auf Reisen ausgelegt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, eine längere Strecke von, ich sag mal, 600-700 Kilometern in dem Fahrzeug, natürlich inklusive Laden, absolut kein Problem, absolut. Die Sitze sind sehr bequem, ich sitze sehr bequem und er schluckt die Unebenheiten sehr bequem weg und ja, bügelt sie gerade sauber. Ne? Also Fahrwerk gut, aber er ist kein Sportler. Das Lenkrad ist nicht so direkt, ja. Leicht wankiges Gefühl, leicht. Wie gesagt, er ist kein Sportler, er ist ein Familienauto. Dementsprechend muss man ihn fahren, aber Komfort ist gegeben. Ach so, übrigens habe ich vergessen, euch zu sagen, ob wir denn einen Frunk hier in dem MG5 haben. Nein, gibt es leider nicht. Wir haben keinen Frunk. Jetzt werden viele sagen, wozu? Ich brauche keinen Frunk. Aber wenn man es einmal hatte, dann möchte man es wirklich nicht mehr missen. Ich habe im Mustang Mach-E zum Beispiel einen Frunk gehabt, ja. Und auf langen Reisen, wir waren ja unterwegs in ganz Europa bis nach Andalusien unten. Und du hast dann jedes Mal schnellen Zugriff auf dein Ladekabel oder auf dein Putzzeug. Und ich habe natürlich immer meine mobile Wallbox von M2Go dabei gehabt. Den lege ich euch wirklich wärmstens ans Herz, ihr Lieben. Du hast da 5 Adapter und kostet nicht die Welt. Das Beste, du bekommst 10% Rabatt mit meinem Rabattcode ElektroBeiß10. Und nicht nur auf die mobile Wallbox, sondern auf alles bei m2go.de. Ja, die haben da nämlich vom Kabel, vom einfachen Mobil Wallbox, Wandwallbox bis hin zum Hypercharger haben die da alles. Nutz unbedingt meinen Link, du bekommst dann satte 10% Rabatt auf alles. So, wir haben es geschafft. Unser Wanderparkplatz Hohe Acht ist hier auf der rechten Seite und jetzt geht hier Schneeregen los und es ist natürlich deutlich, deutlich kälter, meine Lieben. Schaut mal. Wir haben momentan eine Außentemperatur von 1 Grad Celsius. Unten in Köln hatten wir, oder in Frechen, hatten wir wie viel? 5 oder 6 Grad? Also 5 bis 6 Grad Kälteunterschied. Und genau deswegen liebe ich meine Teststrecke. Wir gucken, wir sind jetzt 700 Meter hochgefahren. Das Elektroauto muss sich in vielen Disziplinen beweisen. Ja, Kälteunterschiede, Höhenunterschiede, Rekuperationstalent, wenn es gleich wieder runtergeht. Und Autobahnfahrt, alles, ja. So, jetzt gucken wir uns aber die Verbrauchsdaten mal an. Was sagt der Zwischenstand? Achtung. Tatatatam. Und soll ich euch was sagen? Ich bin begeistert. 22,1 Kilowattstunden Verbrauch. Und noch was? Obwohl,
unsere Akkuvorwärmung an ist. Ja? Und momentan 35% im Akku, eine Restreichweite von 90 Kilometern wird uns angezeigt. Ich werde jetzt aber keine Außenaufnahmen machen von meiner Hinfahrt, denn es ist nass, Leute, und kalt. Der Tarik bleibt lieber im Auto sitzen, verzeiht mir. Jetzt geht's wieder zurück. Ja, wie mache ich das denn jetzt bei der Bergabfahrt? Den Tempomaten lasse ich aus. Ich reguliere mit meinem Gasfuß, Gaspedal quasi die Rekuperationsstärke. Ich habe die Stufe 1 genommen, also wenig Rekuperation vom Auto aus, mehr Rekuperation mit dem Bremspedal, ja? Weil durch viele enge Links- und Rechtskurven und durch eine steile Bergabfahrt empfinde ich das immer sinnvoller und auch sicherer teilweise, anstatt hier mit Tempomaten zu fahren. Das bringt irgendwie nichts, ja. Lieber hat man dann selber alles unter Kontrolle. Und der MG5 macht das ziemlich gut. Bei Stufe 1, Rekostufe 1, gleitet er nicht ganz frei, wie im Segelmodus, also wie im Leerlauf. Er bremst schon leicht ab, ja, aber nicht ganz so stark. So, 22 Kilometer später unten. Gucken wir uns das Rekuperationsergebnis mal an. Wir haben oben gestartet mit 35%, 90 Kilometer Restreichweite, momentan 32%, 87 Kilometer Restreichweite. Das bedeutet, wir haben 3% und 3 Kilometer Reichweite verloren in über 20 Kilometern. So viel zum Rekuperationsergebnis des MG5. Und jetzt geht's Richtung Frechen. Ja, meine Lieben, wir sind jetzt mit 7% im Akku hier in Frechen Europaallee an meiner Stammladesäule angekommen. Ich werde jetzt den 150 kW Charger nehmen und wenn jetzt gleich jemand kommt und laden möchte, schicke ich ihn nebenan oder da hinten sind noch andere. Auf jeden Fall will ich nicht den 300 kW Lader blockieren, weil der gibt uns ja maximal 150 kW ab. Aber jetzt gucken wir uns erstmal unsere Daten an. Ja, was hat denn der MG5 jetzt so gemacht? Also 7% im Akku und eine Restreichweite wird uns nicht mehr angezeigt. Keine Ahnung wieso. Aber was haben wir verbraucht? 20,4 Kilowattstunden für die gesamte Strecke bei miesem, wirklich miesem Winter und nassem Wetter. 156 Kilometer insgesamt gemacht, 72 km im Schnitt, das ist völlig normal, sonst wie ich das auch immer mache und 20,4 Kilowattstunden. Das bedeutet eine realistische Reichweite von, der Tarik muss rechnen, Sekunde, zack. Das bedeutet eine realistische komplette Reichweite vom Long Range MG5 unter diesen Verhältnissen von knapp 290 Kilometern Winterreichweite. Denkt dran, ihr Lieben, Winterreichweite. Im Sommer könnt ihr locker nochmal 30% draufpacken. Das muss ich jedes Mal erwähnen. Ja, für viele von euch sind vielleicht 1 Grad bis 4 Grad Außentemperatur und Regen und Wind nicht richtiges Winter, solange es nicht schneit. Für uns Rheinländer schon und für den Akku sowieso. Und jetzt geht's an die Säule. Er soll ja 87 kW im Peak können. Ich glaube nicht, dass wir das sehen werden. Wenn wir es sehen, wenn wir überhaupt über 80 oder 84 kommen, boah, wäre das schon cool. Akkuheizung war an, ist immer noch an und jetzt schnell an die Säule. 20, 30, ich bin sowas von gespannt, was jetzt passiert. Na komm, Baby. 55, also so langsam 60, na, wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Okay, okay, 68, 70, na komm, die 80 will ich doch wenigstens sehen hier. Also, 87 soll er können und bei 75 ist erstmal Schluss. Wer weiß, wie das in 3-4 Minuten hier aussieht. Mit 7% angeschlossen, mittlerweile haben wir 9% im Akku. Wir halten die Zeit gemeinsam fest.
ab 10%, von 10 bis 80 werden wir jetzt die Zeit festhalten und wir gucken uns an, wie er sich denn so ab 80% verhält, was die Ladeleistung angeht. Vor allen Dingen bin ich aber auf die Ladekurve gespannt, denn Leute, ihr habt es ja gesehen in vielen, vielen Videos, es kommt nicht, ja, tut mir leid, es regnet, es kommt nicht auf den Ladepeak an. Es ist was Schönes, wenn das Auto einen hohen Ladepeak hat. Wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig ist, wie lange er die Ladekurve hält. Vor allen Dingen am Ende die Zeit, die ihr insgesamt bis 80% warten müsst. Je nach Akkugröße kann das natürlich stark variieren und je nach Wetterverhältnissen. Und was ich eben vergessen habe zu erwähnen, wir haben übrigens Winterreifen drauf natürlich. Das sind 205er Bridgestone Reifen in 16 Zoll mit 16 Zoll Alufelgen. Was natürlich beim Verbrauch noch ein bisschen mehr ausmacht. Im Sommer, nämlich mit den Sommerreifen, könnte man vielleicht noch eine Kilowattstunde abziehen. Ja, und jetzt kommt ein Audi e-tron und stellt sich an den 150 kW Lader anstatt an den 300 kW Charger. Versteht auch nicht die Welt. Anscheinend muss man wirklich mal bei einem Elektroauto mal einen E-Mobilitätsführerschein einführen, beziehungsweise mal die Regeln erklären. Mal was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Jetzt kommt der junge Mann hier und schließt sein Auto an und klaut mir nicht die Ladeleistung, denn unser Auto zieht ja maximal 75 kW, deswegen ist das in Ordnung. Das wird jetzt an unserer Ladekurve nichts ändern, ja, weil das halt eine 150 kW Ladesäule ist. Das heißt, er kriegt jetzt maximal 75 kW mit einem e-tron und ich bekomme maximal 75 kW, was in Ordnung ist, ja, weil unseren Ladepeak haben wir sowieso nicht erreicht. Die Menüpunkte habe ich euch schon erklärt. Im Navigationssystem sind Ladesäulen integriert. Wir drücken mal hier auf Suchen und auf EV-Aufladung und jetzt erscheinen hier irgendwelche Ergebnisse. Wir können in den Filtern mal gucken nach Entfernung. So, Leute, wo sind hier diese Lader? Energy in 30 Kilometern wird uns angezeigt. Irgendwelche Energies, Energy. Das ist sowas blöd, sowas von zum Kotzen. Allego, so ein Schwachsinn. Vor allen Dingen, guck mal hier, Filtermöglichkeiten, Ladegeschwindigkeit, Superschnellladung auf ab 50 kW, was auch schon mal Schrott ist, braucht kein Mensch. Also, Ladesäulenintegrierung in die Route könnt ihr vergessen bei den MG-Modellen, ist bei meinem MG4 genauso. Habe ich aber auch reklamiert in einem Video Tops und Flops. Routenplanung inklusive Ladesäulen gibt es nicht, aber was gut ist, ist die Routenführung des Navigationssystems. Er gefällt mir. Die Stimme ist sehr angenehm, viel angenehmer wie beim Google Maps. Ich hasse die alte von den Google Maps. Bitte biegen Sie in 300 Metern links auf die Friedrich-Karl-Straße ab und dann fahren Sie 100 Meter weiter auf der linken Seite. Die hört nicht auf zu labern. Und da kriege ich immer die Krisen. Ja? Routenführung okay, EV-bedingte Sachen, Ladeplanung und aktuelle Datenbank der Lademöglichkeiten, das ist ein Minimum an die Hersteller. Wenn ihr ein Elektroauto anbietet, ja, hallo MG, hallo Leute, ganz wichtig, ihr müsst dringend die Navi-Karte aktualisieren, was die Ladesäulen angeht, ja, ganz dringend. So, was noch? Wir haben aber Android Auto, Gott sei Dank, hier, allerdings nur über Kabel. Ihr seht schon, mein Handy ist mit dem Kabel verbunden, aber immerhin haben wir Android Auto. Hier ist Google Maps, was natürlich super flüssig funktioniert. Übrigens Android Auto im neuen Design. Man kann jetzt zwei Ansichten haben. Entweder kann ich jetzt eine App hier rüberholen, die andere hier rüberschieben. Ich kann mir die anderen Apps hier anzeigen lassen. Finde ich einfach cool. Schaut mal, hier sind all die anderen Apps. Zum Beispiel, ich erwähne es in jedem Video immer wieder gerne, Leute, Shell Recharge ist Android Auto fähig und wir können uns hier Ladesäulen in der Nähe anzeigen lassen. Wir können uns sie filtern lassen nach Ladegeschwindigkeit und zwar ab 100 kW immerhin anwenden, ja, und uns irgendeine aussuchen in der Nähe, uns dahin navigieren lassen über Google Maps und zack, Emminöterstraße, 1,7 Kilometer entfernt. Also, Ladeplanung, es ist nicht unbedingt ein Muss. Ich persönlich nutze es ehrlich gesagt nicht. Ich zeige es immer in den Videos. Man muss es nicht unbedingt haben. Es ist schön, wenn ein Auto das kann. Ein Elektroauto sollte das aber können und er sollte das gut können. Zumindest sollte ein Elektroauto eine aktuelle Navi-Datenbank haben und besitzen. Ganz, 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 ganz wichtig. Und damit man immerhin entlang der Route nach Ladesäulen suchen kann oder
am Zielort und sich dahin navigieren lassen kann über die Autonavigation. Aber ansonsten, wie man sieht, hat man auch andere Möglichkeiten via Apps. Ja, natürlich hat man hier noch A Better Route Planner und so weiter. Aber ganz ehrlich, Leute, ich mag diese App nicht von A Better Route Planner. Schaut mal, wie altmodisch das ist. Ja, also, ne. Gefällt mir überhaupt nicht. Hier ist unsere letzte Reise drin nach Quedlinburg. Das war übrigens eine Mega-Reise. Schaut es euch unbedingt an. Wir waren mit dem Porsche Taycan Sport Turismo unterwegs in den Harz. Es gab Schnee, es gab so viele Landschaften und es gab einen Porsche Taycan bei fast 900 Kilometern. Link ist unten. Unbedingt, unbedingt anschauen. Das Video geht eine Stunde, aber ein tolles Video geworden. Wirklich, ich sage das nicht umsonst. Aber zurück zu A Better Route Planner App. Die haben das hier etwas geupdatet. Wir können uns jetzt hier im Auto Ladestationen auch in der Nähe anzeigen lassen. Genauso wie bei Shell Recharge die App. Und dann sehen wir hier schon Trigema Frechen. Hallo, hallo, 1 von 4 frei. Und vor allen Dingen auch, wie vielen frei sind. Und wenn ich mir mal eine aussuche, hier Alfred-Nobel-Straße, berechne Route und starte die Fahrt. Wir gucken mal, wie das... Seht ihr, das ist jetzt die eigene A Better Route Planner App Navigationsführung zum Ziel. Ist okay, finde ich schon mal gut. Immerhin kann man es jetzt auch so nutzen, so wie die Shell Recharge App. Ich warte nur darauf, dass ENBW endlich mal die App auch für Android nutzbar macht, inklusive Routenplanung. Aber ich habe gehört, Achtung Leute, Google Maps soll jetzt einen Routenplaner bald anbieten, mit Ladestopps einfügen. Das wird der Hammer. Wenn Google das bringt, Leute, ich bin sowieso ein Google-Fan, ich benutze Samsung und kein iPhone, dann wird das der Hammer. Wirklich. So, 76% Zwischenstand. Wir haben ihn mit 6% angeschlossen. Was macht unser MG5? Ich war jetzt fleißig die Kommentare am Beantworten, nämlich für den BMW iX1 Video, der kam heute online. Ey, Riesendank, Leute, was soll ich sagen? Ihr seid die Besten, aber was macht unser MG5? Jetzt ist heute der MG5 dran. Okay, 76% in 38 Minuten und bei 77% eine Ladeleistung von 50 kW. Gar nicht mal so schlecht. Ey, Leute, gar nicht mal so schlecht. Von 6 auf 76% oder 77% in 38 Minuten. Alles über 30 Minuten reklamiere ich eigentlich, aber bei so einem Preisknaller, da verzeihe ich ihm das doch schon mal glatt. Und auf Langstrecke, ja, könnte man das hinnehmen. Es ist hinnehmbar. Nicht vorbildlich, aber immer den Preis im Auge betrachten, Leute. Wir haben jetzt 80% erreicht und die Ladeleistung hält sich immer noch wacker. Bei knapp unter 50 kW. Na, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das hatte damals mein Mustang Mach-E. Nach dem Upgrade überhaupt. So drauf. Und 86% jetzt. Okay, jetzt kommen wir langsam, aber sicher zum Schluss. Denn wir wollen jetzt gucken, wie die Ladeleistung sich bei diesem Gebiet macht. Ja, mit 86% zieht ihr immer noch seine 32 kW. Wir haben jetzt von 6 auf 86% 47 Minuten gebraucht. Wie sieht die Ladekurve denn überhaupt aus? Okay, er hatte hier so einen kurzen Sturz. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber mit 75 sind wir eingestiegen. Die hat er so ein bisschen gehalten. Und dann gab es hier immer wieder mal hoch und runter, so wie die Gletscher, ne? Wie das Siebengebirge hier in Bonn. Und dann ging es so peu à peu runter. Und vor allen Dingen ab 80%, ja, vieles dann etwas tiefer, aber trotzdem immerhin, Leute, 60 kW Ladeleistung, was soll ich sagen? Ja, kommen wir jetzt mal zum Fazit. Also auf der gesamten Strecke zu Hohen Acht und runter, Elektrobikes Teststrecke, die ich über alles liebe übrigens, weil es einem Elektroauto alles abverlangt, hatten wir einen Gesamtverbrauch von 20,3 Kilowattstunden. Wir haben heute durchgehend Regen und extremen Wind gehabt. Ja, extremen Wind gehabt. Auf der Autobahn hatten wir Gegenwind, Seitenwind und Unterwind, Oberwind, hast du nicht gesehen, ja. Also das waren wirklich keine leichten Bedingungen, das war ein Wintertest. 20,3 Kilowattstunden verbraucht mit Akkuheizung, mit Vorkonditionierung, was auch funktioniert hat, denn er hat die Ladekurve einigermaßen gut gehalten. Ich habe jetzt keine Bestleistung von ihm sowieso erwartet, ja, wie der MG4, aber er hat sich gut geschlagen, ne? Er hat jetzt von 6 auf 76% 38 Minuten gebraucht und von 6 auf 86% 46 oder 48 Minuten. Ich schreibe es euch sowieso unten rein. Dann Verbrauch und Reichweite haben wir jetzt durch. Was soll ich sagen? Mein Fazit, Leute, für den Preis gibt es kein anderes
besseres Elektro-Kombi gibt's nicht. Alle, die ein Kombi wollen, dieses Auto, ja, er fährt sich wunderbar komfortabel, wirklich komfortabel. Er hat einige sehr clevere Funktionen. Wir haben natürlich Sitzheizung, wir haben Wheel-to-Load, wir haben eine Batterievorkonditionierung, wir haben ein Autopilot und ein Spurhalteassistent, was wirklich gut funktioniert, ja. Und eine angenehme, sehr hübsche Ambiente, sehr hübsches Ambiente. Ist natürlich Geschmackssache und ihr habt genug Platz. Für Kind und Kegel, für Hund und Katze und Schwiegermama. Ja, und was soll ich sagen? Definitiv Daumen hoch, definitiv Daumen hoch. Und absolute Empfehlung von Tarik an euch, an alle, die ein bezahlbares, vernünftiges Elektroauto mit Langstreckentauglichkeit suchen und Platzangebot. Ihr macht wirklich nichts falsch mit dem Auto. Ich habe nichts auszusetzen, ungelogen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Abo wäre super, super nett. Und Daumen bitte nicht vergessen zu liken, Leute, für den Algorithmus. Und ich sage mal wieder, bis zum nächsten Video. Herzlichen Dank. Ciao.